Kurzes Statement übrigens, es ist ein trauriges Statement, Chat. I'm so sorry, aber ich muss mich noch dazu äußern. Okay, hört sich jetzt gerade ein bisschen dramatischer an, als es ist. Aber es wird dieses Jahr keinen Brozember geben. Es tut mir leid, ich habe wirklich reingeschissen, weil ich habe euch vorher auf etwas gehypt, beziehungsweise im Stream drüber gesprochen, wie man das theoretisch machen könnte. Und das werde ich als Learning mitnehmen, weil es ist eigentlich etwas, was ich nie mache, weil das so dämlich ist, wenn du halt über etwas redest, was nicht 100% final ist, dann hypst du nur die Leute auf irgendwas, was du vielleicht am Ende nicht einhalten kannst. Deshalb da dicke Sorry für die Leute, die in dem Stream dabei waren. Die wissen ja Bescheid, weil ich habe so ein bisschen darüber geredet, wie man das machen könnte, ob man vielleicht aus dem Brozember weggeht von diesem, wir laden jeden Tag eine Karrierefolge hoch, sondern machen das irgendwie im Stream und streamen dann einen Tag mehr. Ich möchte ganz ehrlich zu euch sein, es wird für den einen oder anderen vielleicht eine beschissene Erklärung sein. Trotzdem möchte ich sie euch so ehrlich, wie es mir möglich ist, liefern. Ich habe keine Kraft dafür. Das ist der simple, einfache Grund. Es gibt keinen krassen Grund. Ich schaff's dieses Jahr einfach nicht. Ich merke so krass von mir selber, dass ich auch, obwohl ich jetzt nochmal eine Woche im Urlaub war, ich habe mich einfach in der ein oder anderen Geschichte dieses Jahr, ich habe mich übernommen. Also ich merke wirklich, dass ich jetzt gerade bei dem, was ich mache, am Maximum ist. Und wenn ich mir jetzt noch so ein Projekt aufbinden würde, würde ich mich damit einfach selber ficken. Und es wird dann, nach 2 Wochen wird es dann einfach scheiße sein. Und ich will keine Sachen machen, die scheiße sind. Oder wo ich dann nach 2 Wochen in einem Karriereprojekt drin bin und mir so denk so, boah, Digga, jetzt muss ich heute Karriere streamen und ich habe da eigentlich keine Lust drauf. Ich kann jeden verstehen, der sich denkt so, ja, Bro, herzlich willkommen in der Arbeitswelt, da ist das so. Und ihr habt auch recht. Nur der Unterschied zwischen einem normalen Job und meinem ist halt, dass ich halt in meinem Job auch Leute unterhalten muss. Und ich wäre einfach super unzufrieden damit, wenn ich mich jetzt in ein Projekt stürzen würde, wo ich aber weiß, ich kann es besser. Und nach 2 Minuten, nach 2 Wochen, dann in dem Projekt hier so ausgelaugt und müde sitze und das einfach beschissener und nicht unterhalt, also nicht so unterhaltsam ist wie sonst. Und deshalb will ich es nicht machen, weil mir sind diese Karriereprojekte heilig. Ich finde das sehr geil, mir macht es sehr viel Spaß. Und wenn ich es mache, will ich es richtig machen. Und manchmal ist es einfach besser, dann jetzt auch in dem Fall einen Schritt nach hinten zu gehen und dafür aber dann bei dem nächsten Karriereprojekt, was kommt, 2 Schritte nach vorne zu gehen. Dann freue ich mich noch mehr auf Karriere, dann brenne ich noch mehr dafür und dann habe ich auch noch mehr Bock darauf, anstatt jetzt auf Krampf im Dezember mich da reinzustürzen und nach 2 Wochen zu merken, ja, irgendwie ist es das dieses Jahr nicht. Das ist der Grund. Ich kann verstehen, wenn viele enttäuscht sind. Also ihr müsst jetzt auch nicht euch untereinander irgendwie wegfronten, wenn einer minus eins oder so reinschreibt. Ich kann es wirklich verstehen, weil ich es 3 Jahre am Stück durchgezogen habe, aber halt kurz als Erklärung dafür. Die Situation hat sich halt bei mir einfach wirklich contentmäßig einfach auch nochmal verändert. So vor 3 Jahren, als ich den Brozember das erste Mal gemacht habe, war Corona-Hochzeit. 2020. Das heißt, ich war eh zu Hause, kein Problem. 2021, Dezember, ebenfalls Corona gewesen. Also da war ja auch, ich glaube Ende 21 war so mit der letzte Lockdown. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich damals an Weihnachten mich eigentlich mit der gesamten Family treffen wollte, also so 30 Leute oder so. Und wir haben es nicht gemacht, weil es neue Corona-Auflagen gab. Also das war, glaube ich, 21. So war ich auch zu Hause. Letztes Jahr, bin ich offen und ehrlich zu euch, habe ich schon gemerkt, wie dieses Karriereprojekt mich gefickt hat. Weil ich habe gleichzeitig die Show, ich habe zu dem Zeitpunkt auch mehr Vlogs und sowas gemacht. Und das Projekt ging bis in den Februar. Und ich bin ganz ehrlich zu euch, vielleicht hat man es auch gemerkt, ich habe mich letztes Jahr durch das Karriereprojekt aus dem Brozember, was ja bis tief in den Februar ging, ich habe mich durch diese letzten ein, zwei Saisons richtig durchgequält. Ich habe mich wirklich richtig krass durchgequält, ne? Ich habe mir am Ende gedacht so, boah, scheiße, jetzt muss ich das schon wieder aufnehmen und eigentlich bräuchte ich mal eine Woche Pause, damit es wieder Bock macht, aber irgendwie muss ich es auch durchziehen. Also es war wirklich krampfig. Und jetzt dieses Jahr, ich sag euch ehrlich, ich habe nächste Woche Montag Show. Ich habe, glaube ich, dieses Jahr, ich habe es mal zusammengezählt, ich glaube 70 Stadion-Vlogs gemacht oder 65 oder so. Bro, ich kann nicht mehr. Ich kann jetzt nicht noch ein Daily-Videoprojekt machen, wenn ich sowieso schon dreimal die Woche stream und ich werde ja auch noch weiter Vlogs machen, auch im Januar, auch im Dezember. Und ich will auch irgendwie noch mit meiner Family zumindest halbwegs die Weihnachtszeit genießen. Und ich bin dann einfach in der glücklichen Situation, sagen zu können, hört sich vielleicht ein bisschen abgehoben an, aber das, was ich durch das Karriereprojekt, ihr wisst ja, Dezember-CPM und so, das schmeckt auch alles gut. Aber es ist für mich jetzt gerade nicht
sinnvoll zu sagen, ey, ich entscheide mich für Reichweite und Geld anstatt für Freizeit und Gesundheit. Und dieses Jahr habe ich mich halt für Freizeit und Gesundheit entschieden. Hört sich blöd an. Vielleicht bin ich kein Macher. Vielleicht bin ich ein Lacher. Vielleicht ziehen andere Leute mehr als ich durch. Und die hätten in der Zeit 5 Projekte gleichzeitig gemacht mit Daily Upload. Ich bin aber nicht andere. Ich bin ich und ich muss am Ende darauf hören, was mir gut tut, womit ich mich wohlfühle. Und dieses Jahr hätte ich mich wirklich nicht damit wohlgefühlt, auf Krampf in Karriere reinzugehen, wenn ich eigentlich nicht so Bock habe. Das ist die gesamte Wahrheit. Ja, das ist es eigentlich. Und ich hoffe und ich gehe davon aus, dass ich dafür dann, wann auch immer das sein wird, ob es dann halt wieder im Sommer ist oder vielleicht dafür mal im März oder April oder kein Plan, dass ich dann, wenn das nächste Karriereprojekt ansteht, komplett reingehe und auch wirklich Bock drauf hab und auch die Zuschauer Bock drauf haben und ich halt wirklich Bock drauf hab, dann wird's auch geiler. Dann wird's auch geiler. Aber Bro, was rechtfertigst du dich jetzt? Davor war es ein Jahr mal nicht, dann geht es halt dieses Jahr. Content und Streams machen doch trotzdem und selbst wenn nicht, müsste man das akzeptieren. Liebe für dich, Bro. Also ich sag euch ganz ehrlich. Klar, ich hätte mich jetzt nicht so rechtfertigen müssen, aber ich mache es ja gerne für euch. Also ich respektiere ja auch einfach euch als meine Zuschauer. Ich weiß, dass ich niemandem was schuldig bin. So. Ich glaube, das ist einfach auch so ein bisschen ein Zeichen von Dankbarkeit seinen eigenen Zuschauern gegenüber, dass man die halt auch in manche Entscheidungsprozesse so ein bisschen mit reinnimmt. So, weil ich bin einfach dankbar für, Bro. Guck mal, bei mir, ich bin mit Karriere-Content groß geworden. Ich habe das erste Mal eine Karriere gestartet zu FIFA 13. Überleg dir das mal. FIFA 13, Bro. Vor 11 Jahren. Damit bin ich groß geworden. Da habe ich mich gefreut, wenn meine ersten Videos mal über 200 Aufrufe bekommen haben. Damals war ich 14, 15 Jahre alt. Jetzt bin ich 25. Mache die Scheiße seit Ewigkeiten hauptberuflich. Kann mir dadurch ein schönes Leben ermöglichen. Mit viel Luxussachen, wie zum Beispiel ein eigenes Haus mit Anfang 20 oder vielen Reisen und sonst irgendwas. Und wenn es dann Leute gibt, und ich rede jetzt gar nicht davon, Leute, die irgendwie Geld spenden oder Subs giften oder Subs sind oder sonst was. Ich finde, dann hat es einfach was mit Dankbarkeit zu tun, wenn man die Leute, die sich auf solche Formate wie Karriere zum Beispiel freuen, wenn man die halt auch einfach ein bisschen mitnimmt und nicht einfach sagt, ja, nee, dieses Jahr, vielleicht nächstes Jahr wieder. Also das ist so eher der Grund. Jetzt nicht rechtfertigen oder so. Was halt dumm war, und da gebe ich auch recht, da muss ich mir selber ein bisschen, muss ich die Hand heben. Das war wirklich nicht so schlau. Was ich auf jeden Fall mitnehmen muss für die Zukunft, ist einfach Sachen nicht mehr im Stream zu besprechen oder mehr oder weniger anzukündigen, wenn ich noch nicht weiß, ob ich es zu 100% durchziehe. Das muss ich einfach wirklich mitnehmen und das ist auch schwierig, weil ich manchmal auch dann so das Gefühl habe, oder den Wunsch habe, mit euch über Sachen und potenzielle Ideen zu diskutieren. Man muss sich aber halt auch immer im Hinterkopf wahren, dass man dann halt Leute damit hypt. Naja, um das Thema nochmal zuzumachen, also ich werde mir auf jeden Fall angewöhnen, einfach nicht über so mögliche Sachen, die passieren könnten, zu reden, weil das dann meistens so eine Erwartungshaltung erweckt, was ich einfach nicht will. Spiele ich Cassius, ja, ne?